Jo, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yo-Kai. Oh Gott, warte, Moment. Was kriegen wir hin? Wir rufen Glitschiger! Warum? Weißt du? Labernase? Hey, das fasse ich als persönliche Beleidigung auf. Ein Tipp für die Person, die von Labernase beseelt wurde. Wenn du weiterhin so viel redest, ist der Tag schneller um, als du denkst. Was? Ich wollte die Yokai-Kamera mal herausfinden lassen. Labernase zum ersten Mal geknipst, Medaillen hinzugefügt. Du hast einen Yokai geknipst. Hol dir deinen Preis in der Postfiliale. Ja, das möchte ich gerne speichern. Das ist wunderschön geworden. Aber nein, ich will nicht nochmal. Können wir bitte zurückgehen? Danke. Ach, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yokai Watch. Auf geht's. Wir gehen weiter in unserem Abenteuer voran, mutig. Was ist hier schon wieder ein Yokai unterm... Wir wollten doch Nathan im Dreikantpark treffen. Nein, wir treffen jetzt Nathan im Dreikantpark, habe ich beschlossen. Vorsicht, über dich drauf. Oh Gott. Wir hätten fast von der Maut überfahren werden können, falls es hier Autos gibt. Ich weiß es nicht. Oh, kleines Kind sitzt immer noch da. Ciao, Kid. Wo ist Nathan? Nathan! Hi! Hallo. Oh, Honey, hallo. Was ist los, Nathan? Alles in Ordnung? Nein, ich hatte vorhin diesen dummen Streit. Ich habe meinem Freund gesagt, was mir in den Sinn kam. Unser Böser. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ich wünschte, ich könnte es zurücknehmen. Oh, das tut mir leid. Wo ist dein Freund jetzt? Ich glaube, er ist noch drüben beim Fluss. Ich sollte mich entschuldigen. Tut mir leid, Honey. Ich weiß, wir hatten Pläne für heute. Ach, keine Sorge, geh schon. Wir können später noch etwas unternehmen. Das klingt doch verdächtig nach einem Yokai. Oh, so betrübt zu sein, sieht Nathan gar nicht ähnlich. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Für mich hört sich das so an, als hätte ein Yokai seine Finger im Spiel. Du denkst, ein Yokai ist für diesen Streit verantwortlich? Möglicherweise. Man könnte sagen, das ist Yokai-Instinkt. Wenn das stimmt, müssen wir Nathan irgendwie helfen. Warum gehen wir nicht zum Fluss und sehen, was wir tun können? Ich sag doch, das ist ganz Yokai-verdächtig. Ich gehe schon wieder einfach über die Straße. Das hat niemand gesehen. Ja, komm, dann gucken wir da nochmal runter. Nee, Moment, das war das Mädchen. Das Mädchen auch, das diese Aura hat, das sollten wir uns auch nochmal angucken. Das ist schon wieder ein Dysuma. Hallo, Dysuma. Nein. Oh, wer sich ärgert. Oh, die hab ich schon wieder gefunden. Oh, ich hab gerade schön unter dem Auto gelöst. Okay, ich greif dich an. Dysuma, Dysuma, wir kämpfen gegen Dysuma, kämpfen. Dann benutzen wir mal. Ihr Uti-Seel von den beiden ist ready. Nein, ich kann das. Ah, nein, ich muss. Ich hab. Oh Gott. Ich bin schlecht. Sorry. Na komm schon. Hast du das gesehen? PM. Sind wir stark oder was? Wir sind die stärksten. Yeah. Level up für Chibanyan. Naja, ein Marathonikum. Was ist ein Marathonikum? Können wir uns das alles mal genauer angucken in unserem Menü? Inventar. Ja, alles Mögliche. Das ist Nahrung. Das ist die Y-Cola. Oder Y-Cola. Y-Cola. Ich nenne sie Y-Cola. Y-Cola, Y-Lecker. Ah, ja! Das macht im Englischen sogar Sinn. Why Cola? Why Lecker?
Also wieso Cola? Weil lecker. Ach, ist auch egal. Fühlt Seelenanzeige sehr wenig. Yokai mögen dich ein wenig, mögen dich ein wenig, mögen dich. Oh, okay, auf diesen riesen Reiskräcker stehen die total. Dann haben wir noch Erfahrungspunkte. Okay, die kleine Kugel gibt Erfahrungspunkte. Endlose Ausdauer auf Zeit. Okay, belebt Yokai mit 1/4 LP wieder. Und damit kann ich irgendwelche Dinge tun. Dann haben wir hier noch Tiere. Ich weiß nicht, was wir damit großartig machen können. Vielleicht auch verkaufen irgendwo? Ausrüstung haben wir noch nicht. Okay, dann hätten wir uns jetzt die Sachen schon mal... Moment, was konnte ich mit... Achso, das ist zähes Bonbon, da stehen die also auch drauf. Alles klar, ich gehe jetzt trotzdem nochmal zu der netten Dame hier und frage, was da los ist. Oh, ich habe solchen Hunger, ich muss alles essen. Hä? Das ist deine Mitschülerin Tini, was stimmt nicht mit ihr? Ich bin auf einmal so hungrig. Wenn ich zu schnell zu viel esse, tut mein Bauch weh. Was soll ich tun? Kannst du mir helfen? Ja, klar. Danke, ich bin unglaublich hungrig geworden, als ich beim Supermarkt ankam. Hm, das scheint kein normaler Appetit zu sein. Hier geht was anderes vor sich. Hier ist offensichtlich ein Yokai am Werk. Sehen wir uns mal um. Hungrige Tini begonnen. Sieh im Questmenü nach. Ja, aber hier ist ja auch richtig krass. Geht voll ab. Ich möchte halt da und dann muss ich da. Aha. 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 Ja, da gerätst du ins Schwitzen, Mister. Was bist du denn? Eiscreme-Yokai? Ah, Opa Gusto! Hallo, Opa. Dann reden wir mal mit dem Opa. Hallo, Opa. Hungrig. So hungrig. Mein hungriger Bauch ist leer. Oh, jetzt geht's los. Opa Gusto, in seiner Nähe fühlst du dich ausgehungert. Was ich wirklich will, ist ein schöner großer Pflaumenreisball. Wenn ich einen Pflaumenreisball bekäme, wäre ich im Nu auf und davon. Wow! Jetzt halt uns sofort Befehle, was wir ihm besorgen sollen. Wie schamlos. Ah. Jetzt habe ich Hunger. Kaufe ihm schnell den Pflaumenreisball. Im Supermarkt sollte es doch noch welche geben, oder? Haben wir nicht schon welche? Haben wir nicht noch einen Pflaumenreisball? Nein, wir haben keine Pflaumenreisbälle mehr. Gut, dann gehen wir uns einen Pflaumenreisball kaufen, falls wir uns den noch leisten können. Gott sei Dank sind wir direkt am Supermarkt. Hallo. Ah, willkommen im Immerdamarkt. Wir haben alles. Ich betone alles. Ich möchte etwas kaufen und zwar hätte ich ganz gerne einen Pflaumenreisball. Vielleicht sogar mal... drei? Weil... da stehen die ja wohl drauf. Halt sehr wenig LP, halt ein wenig LP. Okay. Fluchthelfer, erlaubt ihr zu fliehen? Nee, wollen nicht. Alles gut, dann gehen wir wieder. Ziemlich kleines Angebot für so einen Immerdamarkt. Kommen wir hier dran vorbei einfach? Ah ja, ich kann direkt zum Opa gehen. Mm, das ist ein Pflaumenreisball für den armen alten Opa Gusto. Ja, das ist für dich. Schnell, schnell! Gib ihm den Pflaumenreisball! Kriegen wir alle noch unendlich viel Hunger. Guck mal, hier ist dein Pflaumenreisball. Genau wie du wolltest. Mm. Also iss ihn einfach und hör auf, mir so einen Hunger zu machen. Oh, nichts geht über einen Pflaumenreisball. Aber ich bin noch nicht satt. Ich muss meine Kehle anfeuchten. Vielleicht mit einem Seelentee. Bring mir einen Seelentee. Dann hebe ich meine Beseelung auf, versprochen. Ob wir Opa Gusto trauen können? Was, wenn er niemals satt wird? Ich habe solchen Hunger, mein Magen ist total verknotet. Na gut, besorgen wir ihm schnell einen Seelentee. Es gibt Tee im Automaten, suchen wir einen in der Nähe. Alles klar, Vespa. Bist du ein Automat? Nee, du bist nur ein Schild. Automaten, wo waren denn Automaten? Gehen wir mal hier brav über den Zebrastreifen. Irgendwo hier waren Automaten, das weiß ich noch, denn ich habe mir ja schon Sachen gezogen hier. Ach, die gehen auch einfach alle über die Straße. Gut, dann kann ich das auch machen. Wo waren denn nochmal Automaten? Leute, wisst ihr, wo Automaten waren? Ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern.
Dup, 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 du. Schubidupupupupu. Schalala, wo war hier ein Getränkautomat? Da ist doch einer. Ich wollte nicht drunter gucken. Ich wollte den Automaten benutzen. Da muss ich den roten nehmen. Inspiration Y. Da gibt es ja doch keinen Seelentee. Wieso gibt es hier keinen Seelentee? Alles klar. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo Seelentee? Ich weiß einfach nicht. Ich brauche doch nur Seelentee. Gibt es frische Neuwagen? Frische Neuwagen vor allen Dingen. Ja, ja. Hier ist wieder unser... Ich suche bestimmte Yokai-Typi. Dann in der Postfiliale sollten wir uns ja was abholen, weil ich ja dieses interessante Foto gemacht habe. Wo muss ich denn jetzt da hin kaufen? Da ist ein Typi. Hier kannst du Yokai-Kamerapreise oder Mitteilungseinstellungen ändern. Preise halten. Hani, hier wartet ein Preis auf dich. Du hast ein Yokai mit der Yokai-Kamera geknipst. Hier ist dein Preis. Oh, eine Bronzepuppe. Ich glaube, das wäre dann alles. Besuch uns jederzeit wieder. Das ist ja gar nicht toller Zeug. Was glauben die eigentlich? Unglaublich, dass das ein toller Preis sein soll, oder was? Eine Bronzepuppe. Schön. Ach, reg dich doch nicht auf, Vespa. Hilf mir lieber herauszufinden, wo ich Seelentee kriege. Auch nur Inspirationsgedöns. Wo zum Henker gibt's hier Seelentee? La, 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 la. Vielleicht sollte ich in mein Questbuch gucken, dann wird mir das angezeigt. Hungrige Teenie. Finde Seelentee. Auf der Karte. Aha. Nee, das ist aber beim Immerdarmarkt. Vielleicht gibt es auch beim Immerdarmarkt. Vielleicht gibt es im Immerdarmarkt noch welche. Also andere. Dass man im Immerdarmarkt. Der. Was war das? Hier gab es hier noch irgendwas Besonderes sein. Dass man. Hier vielleicht? Ah, doch, warte. Hier gibt's Seelentee. Alles klar, konnten wir uns auch noch leisten. Großartig. Wo war denn jetzt nochmal der Supermarkt? Ich komme noch mit der Karte nicht so klar, ne? Minus. Da. Das war ganz da oben. Alles klar. Oh mein Gott, ist das riesig. So, das heißt, das kann ich alles eines Tages erkunden? Okay, das ist geil. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Leute, das wird ja richtig komplex. So, Opa, jetzt aber. Oh, hast du etwa einen Seelentee für Opa Gusto? Ja, hab ich. Komm schon, gib ihm den Tee. Oh, wir haben ihn für dich. Seelentee. Bitte fein. Oh, was bist du doch für ein nettes Kind. Nichts geht über Seelentee. Okay, du hast versprochen. Stell meinen Heißhunger ab. Bitte. Ich bin noch nicht satt. Jetzt brauche ich ein Currybrötchen. Was? Du willst jetzt noch was anderes? Das war ein Witz. Vielleicht sollte ich lieber kleinere Brötchen backen. Ich sagte, kleinere Brötchen backen. Gut, lacht eben nicht. Mir genügt, dass es ein guter Witz war. Ja, war ziemlich gut. Haha, danke dafür. Na gut, dann stelle ich jetzt deinen Heißhunger ab. Mein Magen spielt endlich nicht mehr verrückt. Lass uns nach Teenie sehen. Das ist ein cooler Yokai. Oh, ich habe keinen Hunger mehr. Das ist irgendwie komisch. Naja, egal, danke für deine Hilfe. Yay, hungrige Teenie abgeschlossen. Sehr schön. Unsere zweite Sidequest. Gut gemacht. Oh, das gibt nicht so knappe Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Unsere triste. Oh, Hamburger Cheeseburger. Mmh. Und eine Bonusszene. Bingo. Sehr gut. Techniklexikon erhalten. Okay. Was ist ein Techniklexikon? Mögen dich ein wenig. Yokai wird klug. Ein Buch mit allen Yokai-Fähigkeiten. Ein absolutes Muss. Was passiert, wenn man das benutzt? Verrückt, mürrisch.
Ach so, der ist mürrisch. Shibanya ist auch mürrisch. Und wenn ich ihm das gebe, wird er klug, oder wie? Dann ist seine Charakteristika auf klug geschaltet. Ich wette, das hat was mit dem Kampfsystem auch noch zu tun. Bringt beim Verkaufen ein bisschen Geld. Das Kampfsystem von Yokai Watch wird ja zunehmend komplexer. Darauf freue ich mich schon sehr, ja. Käschen. Okay, dann gehen wir jetzt doch mal zu Nathan. Da müssen wir ein ganz schönes Stückchen laufen. Ist hier nicht mal irgendwo ein vernünftiger Fußgängerüberweg? Hier hab ich auch wieder... Ist hier ein Yokai? Hier ein Yokai? Aha, hier unter dem Auto mal wieder. Okay, dann prügeln wir uns vorher nochmal. Ich möchte nämlich ganz gerne noch ein bisschen mehr üben. Ach, da ist schon wieder ein Simpel. Na, das ist ja Simpel. Du entkommst mir nicht. Du bist einfach zu simpel. Simpel. Okay, alles klar. Das sind lauter Simpel. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ulti-Seel! Hä? Ich kann nicht gut malen auf diesem Ding. Los geht's, Shibanyan! Wir wenigstens immer mal ein bisschen was gemacht haben, auch wenn wir die gar nicht brauchen, die Ulti-Seele. Come on on! Fluchthelferin, naja, mach ein bisschen Geld. Wir brauchen das Geld einfach. Gehe ich einfach hier mal rüber. Ist mir doch egal. Hey, da unten muss auch was sein. Gucken wir mal, was hier wieder gibt. Ach, schon wieder ein Dösuma, der da unten ein bisschen am Dösen ist. Nein, 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 nein. Auf geht's, in den Kampf. Er guckt immer erst noch so entspannt und dann klappt er seinen Deckel zu und dann greift er ihn an. Auf den Trick falle ich nicht mehr rein. Ja, die Hustanien waren, glaube ich, sogar ein bisschen krasser. Dann kann ich ja doch mal hier vielleicht mit Vincicato so ein bisschen... mit Vincicato ein bisschen drauf... Oh Gott, die haben ihn krank gemacht. Die haben meine Jamse krank gemacht. Das habt ihr jetzt davon. Vincicato ist nämlich viel besser. Der hat richtig zuwend sein muss. Naja. Instant-Suppe und getrocknete Makrele, das ist doch lecker. Jetzt eine Instant-Suppe. Ich hatte gerade eben erst Mittagessen. Ich habe schon wieder Hunger. Ob hier wohl ganz in der Nähe auch so ein Opa Gusto ist? Eine verdächtig aussehende Truhe mit einem Auge. Kaugummi, toll. Hier geht's ja gar nicht. Oh, hier ist ein riesiger Parkplatz. Okay, alles klar. Dann gucken wir uns aber mal im nächsten Part an, was wir mit, Nathans Freunden dort klären können, ob da wirklich ein Yokai am Werk ist. Und ich würde sagen, wir haben heute schon mal ganz erfolgreich immerhin eine Sidequest geschafft. Wir haben Opa Gusto kennengelernt. Vielleicht können wir den auch zu unserem Freund machen. Da muss ich nochmal hingehen und mit dem quatschen. Mal gucken. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Yokai Watch. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare, eure Bewertungen, eure Likes, eure Favos und auch schon die ersten Fanarts. Ja, auch schon die ersten Fanarts. Bis zum nächsten Mal. Wir singen!